Zeit, den Erfolg auch zu genießen. Natürlich, wenn man bedenkt, vor 2-3 Jahren, da waren wir nur hier in diesem engen Raum präsent. Da kannten uns ein bisschen die Einheimischen, so wie man sagt. Und auf einmal kennt dich zig Millionen. Und das ist schon etwas, wo man drauf stolz sein kann. Und man bringt auch viel Freude den Menschen. Das ist das Schöne dran. Raphael wohnt mit seiner Familie hoch in den Bergen, wo das Wetter auch im Sommer oft rau ist. Im Winter hat Raphael hier oben als Skilehrer gearbeitet, was er auch heute noch gerne macht, wenn die Zeit dazu bleibt. Aber sein eigentlicher Beruf war Schreiner. Dass er sein Handwerk noch versteht, sieht man sofort. In seiner Freizeit ist er gerne hier in seinem Schuppen und bastelt. Erinnerung an alte Zeiten. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, denn wir sind viel unterwegs. Ich bin viel unterwegs und darum habe ich nicht mehr Zeit, das hauptberuflich zu machen. Aber ich mache es immer noch gerne, wenn ich nach Hause komme und ich brauche etwas oder ich will etwas machen, der Mutter oder der Freunden oder sowas. Ich zum Entspannen sozusagen. Johanns zu Hause. Früher. Gardaina, Gardaina. Im Grötnertal wird Ladinisch gesprochen. Eine alte rätoromanische Sprache. Jawohl, Rajona, Rajona in Otl das Minche. Das heißt, sprich diese ladinische Sprache und vergiss sie nie. Wenn im Tal die Sirenen heulen, ist es aus mit der Beschaulichkeit. Johann und Raphael sind trotz ihrer Musikkarriere immer noch begeisterte freiwillige Feuerwehrmänner. Hört man dort ein Rufen, rennt der Feuerwehrmann über Stufen, um zu retten, wer in Not ist, setzt sich ein, bis das Feuer erlischt. Ja, wenn man hier ist, wenn man zu Hause ist, dann steht man zur Verfügung für eventuelle Unfälle oder so, was man natürlich nicht hofft. Aber man macht die regelmäßigen Proben auch und wir sind immer noch tätig, ja. Die Feuerwehr löscht nicht, wenn Herzen brennen, wenn Herzen brennen, tut sich die Feuerwehr schwer. Open Air Bühne erklingen. Hier sind sie, aus Südtirol, die Ladina. Leute, wird es dann so kalt, Gedanken, sie gehen nicht selten zurück, dann leuchtet ihr Blick. Alleine gelassen, oft viele dann sind, im Alter verschmäht und vergessen im Wind. Sie gehen zur Neige und sagen kein Wort, so gehen sie fort. Ist so klar, durch Jahre der Arbeit Respekt ist verdient, das weiß jedes Kind. Ein alter Mann sitzt dort auf einer Bank, die Augen, sie sehen nichts mehr, sie sind krank. Es zittern die Hände, die so viel getan, nun immer fortan. Kraft
ist, der denke daran, dass einmal auch er alt und schwach werden kann. Die Zeit, sie geht schnell und sie hält niemals an, ja, ein Leben lang. Auf der Erde, hoch im Norden oder Süden, in der Nacht da draußen unter Sternen, ganz erstaunt schaut man empor. Ganz egal, ob groß oder klein, ob man verliebt, ob ganz allein, unter der Unendlichkeit sind alle gleich. Ob arm oder reich, tausend Lichter stehen am Himmel für dich heute Nacht. Tausend Lichter für uns alle sind erwacht. Und am Tag, da leuchten keine Sterne, harte Arbeit in der Sonne. Tag für Tag im Leben aber lerne, mit dir auch mal gut zu sein. Ganz egal, ob jung oder alt und ob es warm ist oder kalt. Rühr dich aus und geh hinaus, schau nicht nur dort zum Fenster.